Jo Leute, was geht ab? YNJ Motorsports ist wieder am Start. Wie ihr schon im Intro gesehen habt, habe ich eine Road Rage aufgenommen, beziehungsweise mein Kumpel. Wir haben leider nicht alles gefilmt, aber wir haben halt schon ziemlich viel dann zum Schluss noch davon gekriegt. Ich erzähle euch jetzt kurz die Story, damit man das auch komplett versteht, warum das da so, keine Ahnung, eskaliert ist oder so. Wir waren hinter meinem Kumpel, der da aufgenommen hat, da ist ein Kiosk und wir haben uns ein Kratzeis gegönnt. Mal wieder alte Zeiten, für 50 Cent, mal wieder richtig was gegönnt. Und wo wir dann da drin waren, habe ich schon gesehen, dass ich habe meinen Roller bei so einem Typen bei der Einfahrt geparkt, so dazwischen. Ich wusste aber, dass da ist so ein Tor vor und da ist nie ein Auto gewesen. Ich habe den da sogar noch ganz leicht, so nur mit dem Vorderreifen war ich auf sein Grundstück. Und das ist anscheinend so ein Alki gewesen, habe ich gehört, im Nachhinein, oder so ein, der ist so ein Crack-Kranker, also der ist psychisch auch krank. Und ich dachte mir das schon, dann bin ich zu ihm hingelaufen und dann sein erstes Gespräch mit mir war, anstatt Hallo, er hat gleich gesagt, willst du welche auf die Fresse haben? Aber man hört ja auch, der hört sich so an, als wenn er voll besoffen war. Und ich natürlich mir nichts bei gedacht, habe natürlich gesagt, nee, eigentlich nicht, so aus Spaß. Und dann habe ich sofort gemerkt, dass der nicht ganz dicht ist. Dann habe ich mich auf den Roller gesetzt und hat dann noch ein bisschen versucht, mit mir irgendwas zu labern. Aber der war komplett neben seiner Spur. Und dann hat er auf einmal einfach so auf mich raufgerotzt, auf meinen Roller so leicht und auf meinen Arm. Ich darauf eigentlich ziemlich angepisst gewesen, aber ich hatte eigentlich keine Lust, den zu verprügeln. Und habe das dann so gelassen, weil ich wollte nicht, dass er meinen Roller beschädigt. Und das wäre nämlich passiert, wenn ich dann vom Roller abgestiegen wäre. Er war nämlich halt auch ziemlich aggressiv. Ich bin dann zurückgewichen und habe dann die ganze Zeit gesagt, so alles gut, so ja komm, bringt jetzt nichts. Und dann hat er hat ja auch gesagt, bevor das Video jetzt gestartet ist von meinem Kumpel, hat er gesagt so, hau ab und so. Und ich verstehe das nicht, dass bei ganz vielen Road Rage Videos, man soll abhauen, okay, verstehe ich. Aber wieso läuft er dann einem noch zu und drückt dich zurück? Das ist völlig, völlig behindert von dem gewesen. Der war einfach nicht ganz klar im Kopf. Und dann ist er halt auf mich losgegangen. Ich habe den Roller halt angemacht und wollte dann direkt losfahren. In dem Moment ist er dann halt umgedreht und ist mir hinterhergerannt. Ich habe Glück gehabt, dass ich nach hinten geguckt habe und habe gesehen, dass nichts kam. Sonst hätte er vielleicht auf meinen Roller eingedroschen. Ich hätte ihn dann halt, dann hätte ich ihn halt einen Denkzettel verpassen müssen. Wollte ich aber nicht, weil ich, wie gesagt, schon wusste, der ist psychisch krank. Bevor ich den da zusammenhaue, habe ich auch keine Lust drauf gehabt. Und dann bin ich halt auf der Straße, der Idiot, natürlich hinterhergerannt. Zum Glück kam von der anderen Seite, von der Gegenfahrbahn, nicht so viel, dass ich da dann abhauen konnte. Aber wie gesagt, völlig behindert der Typ. Ich haue das Video jetzt nochmal komplett. Hier nochmal hinter. Ihr könnt euch ja selber ein Bild machen, aber auf jeden Fall, ich habe eigentlich in meinen Augen richtig gehandelt. Ich habe nichts gesagt. Er hat mich angespuckt, wie gesagt. Das fand ich ziemlich ekelhaft und auch... für mich ziemlich beleidigend und auch richtig respektlos, finde ich. Aber wie gesagt, ich bin cool geblieben. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Weil, warum soll man da Leute verletzen? Das bringt einem ja in Wirklichkeit auch nichts. Wahrscheinlich kriegst du dann sogar noch mal selber was ab. Aber Roller ist auf jeden Fall nichts passiert. Ich habe den schon wieder sauber gemacht. Ist eigentlich so nichts passiert. Ich habe mich auch schon gereinigt. Und danke fürs Zuschauen, Leute, und gönnt euch jetzt nochmal den Clip. Ich hau ihn jetzt nochmal in voller Länge rein. Ist leider nicht so lang geworden, aber wie gesagt, die ersten 2,5 Minuten davor hat mein Kumpel das noch nicht ganz realisiert und hat dann erst später das Handy rausgeholt. Dann danke fürs Zuschauen, Leute, und haut rein.